Hey Leute und willkommen zurück. Hier ist die sagenumwobene nächste Folge, in der wir herausfinden, wo von der Decke ein Block gefallen ist. Nachdem wir uns in der letzten Folge so dafür eingesetzt haben, wäre es noch ganz cool zu wissen, warum eigentlich. Und wieso eigentlich. Und wieso und weshalb. Und warum. All diese schönen Dinge. All diese schönen Antworten sich zu gönnen, das wäre jetzt erstmal mein Ziel. Und dann hatten wir natürlich noch gegenüber einen Gang. Zu allem Überfluss. Und auch da gibt es eine Lösung, die ich nicht gekommen war. Und auch da hatte ich nachgeguckt und, oh Gott, es war so offensichtlich. Wir hüpfen darauf und dann schnell da rein. Easy. Ja, da haben wir minutenlang gestanden und uns gefragt, wie könnte man dort bloß hinein? Hier haben wir einen Schalter-Knopf, was auch immer, der einen Rückweg öffnet. Kiste. Also ich glaube, der Rückweg, der vermeintliche, war ein Rückweg. Es ist schwierig, sich sicher zu sein. Oh Gott! Oh mein Gott, ist das ein Alter! Oh! Uff, Heilige Scheiße! Heilige Scheiße, war das ein Jumpscare! Oh! Uff! Nice! Aber völlig unerwartet. Vollkommen unerwartet. Okay. Da muss noch ein zweites Ding zum Anschießen sein irgendwo. Ah, warte, ich hab eine Idee. Vermutlich dort. Okay. Von hier aus erreichbar ist dieses und dieses. Dann müssen wir wahrscheinlich auch beide anschießen. Okay, das lief bisher ganz gut. Oh. Oh. Ah, Sprungplattform, okay. Ich hätte nicht erwartet, in einem Custom-Level gejumpscared zu werden. Wirklich nicht. Ich meine, es ist nicht das allererste Mal, aber... Es kam nun etwas unerwartet. Oh oh, Bösewichte. Unsichtbare Nicht-Schneemönche, die mir normalerweise nicht helfen. Aus dem Augenwinkel gedacht, da hinten steht Lara. Aber vielleicht sollte man auch nicht mit den Augenwinkeln denken. Da sind zwei Plattformen angegeben, die beiden hinteren. Die wirken jetzt aber eher wie eine Nee, die haben das gleiche Symbol wie die Tür. Die sind also gut. Okay, und hier sind...
ist, diese Plattform und vorne... Nein, das ist ja nicht gespiegelt, also... Glaube ich zumindest. Dann müsste das... Die da und dann die da sein. Die da und dann die da. Tja. Herzlichen Glückwunsch, das war die falsche Lösung. Rätsel. Die falsche Lösung des Rätsels. Einfach über alle laufen funktioniert vermutlich nicht. Okay, dann hat das mit den Plattformen vermutlich nichts zu tun, aber dann habe ich keine Ahnung mehr, wie es hier weitergeht. Walkthrough! Ich habe die Lösung des Rätsels nicht verstanden. Also, ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Aber die Person sprang irgendwie auf die hintere Platte hier. Dann auf die und dann auf die da. Es kann natürlich sein, dass ich es kaputt gemacht habe. Ja, vermutlich. Ja. Verstehe nicht. Okay, ich muss mir das offenbar aufschreiben. So, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Also. Es ist das ganz linke Feld hier. Ist das da. Und jetzt runter hier. Und die beiden. Ja. Aber keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Also die Hinweise zeigen ja völlig andere Platten. Wie dem auch sei, wir haben es. Vermutlich sind die Hinweise einfach nur, sollen zeigen, dass man nur bestimmte Platten betreten soll und welche das sind, keine Ahnung, soll man dann ausprobieren. Okay. Das war logisch. Hätte ich auch mal drauf kommen können. WTF? Brich bitte. Oder brich nicht. Sondern lass mich einmal drumherum laufen. The fuck, wieso bin ich noch am Leben? tja, ich Idiot hab anscheinend den Hebel übersehen, der das da hochhebt oder so. Und deshalb sind wir jetzt tot. Weil vermutlich sollen wir um die Kurve hier springen. Ah, da, schießen! Da hinten! Oh Gott! Okay, brenne in den Feuern der Hölle, du Arschloch! Wie kannst du es wagen, dieses Level zu spielen? Was war das? Okay, die Bodenplatte bricht ein. Nun. Nicht so berühmt. Okay, chill. Chill, Co. Oh. Beyblade. Ah, okay, da geht's jetzt hin. Bisschen mehr Anlauf. Wäre sehr, sehr cool. Ich dachte, ich hätte einen Gegner gehört. Oh Gott!
Ich habe einen Gegner gehört. Dann hör kurz auf zu schießen und konzentrier dich auf den Sprung. Ich hätte warten sollen, bis er landet. Aber okay, wir kriegen ihn trotzdem. Drei Hebel an der Seite. Ne, einer. Nur ein Hebel. Die anderen sind Fälschungshebel, die angemalt sind wie Hebel, aber keine sind. Fälschungen. Ich nehme mal an, wir haben das Gegenüber geöffnet. Nee, hier liegen Leichen. Hier war ich schon. Noob. Dann haben wir noch gar nichts geöffnet. Ich wollte aber den Hebel umlegen. Der Hebel ist umgelegt. Wir haben was geöffnet. Ich weiß nur nicht was. Cool. Ja, das sieht so aus, als müsste das eigentlich eine Klappe direkt rechts von diesem Gang sein. Aber da ist nichts. Ich muss das nochmal sehen. LOL. Moment, wirklich? Ich habe das gar nicht gesehen wegen der Perspektive und der Wandtextur. Ich dachte, die Wand geht einfach durch. Okay, aber jetzt, wo ich es weiß, erkenne ich es. Krass. Ich schätze mal, so versteckt man Dinge. Ups. Feind Co. und rechts von mir auch. So. Was zur Hölle war das? Okay, da wird gezeigt auf ein geschlossenes Gitter. Das auch verschlossen bleibt, wenn ich auf diese Dingsbums hier gehe. Diese Plattform. Ich glaube, da ist offen, oder? Nee, das ist zu. Auch zu. Auch zu. Offen. Speichern. Okay, cool. Dann schätze ich mal, wir haben jetzt diesen Abschnitt
erfolgreich absolviert. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist ja nichts passiert. Bei dem anderen Abschnitt hatten wir eine Tür geöffnet, die wir nicht finden konnten, glaube ich. Nee, warte, das mit der Tür auf dem grünen Balkon, da, dem konnten wir nachgehen. Da war einfach nichts. Richtig. Na klar, richtig. Wir sind ja... Es war ja, glaube ich, hier irgendwo oben in dem Raum. Vielleicht müssen wir das nochmal machen. Reihenfolge wäre jetzt, was mir als erstes einfallen würde, dass wir die Räume vielleicht in der falschen Reihenfolge gemacht haben. Wieso denke ich denn, dass das die Sprungplattform wäre? Okay, diese Plattform zündet uns an. Nein, nein. Das war eine Sprung... Oh Gott. Sag mir bitte nicht, dass man dort angezündet wird als Strafe, wenn man die Räume in der falschen Reihenfolge gemacht hat. Nicht euer Ernst. Nein. Okay, in dem Fall müsste ich irgendwie gucken, ob ich noch entsprechende Safe Games habe. Okay, wir wurden jetzt nicht angezündet. Vielleicht wird man manchmal angezündet. Ich hab doch keine Ahnung. Was ist das System? Erklär mir das System. Gut, das war tödlich. Ich habe offensichtlich keine Ahnung, wo es weitergeht oder weitergehen könnte und werde wohl in den Walkthrough schauen. Das aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin... Gucken, dass ich jetzt nichts überschreibe, was älter ist. Bis dahin, ciao.